viele Menschen haben in ihrem Leben Dinge erlebt, die tiefe Wunden und Verletzungen in ihrem Herzen verursacht haben. Verletzungen durch andere Menschen, Zurückweisungen, vielleicht missbrauchtes Vertrauen, vielleicht Übergriffe auf deine Person, Zurückweisung, Wegschieben, einfach nicht wahrnehmen, übersehen, fallen lassen. Gerade dieses Fallen lassen hat oft die Eigenschaft, dass das ganze Selbstbildnis des Menschen angegriffen wird und erniedrigt wird, niedergedrückt wird. Wenn du zu solch einem Menschen gehörst, wenn du das vielleicht in deinem Leben erlebt hast, dass da Verletzungen und Wunden in deinem Herzen sind, dann möchte ich dich durch eine Geschichte aus dem Alten Testament ermutigen. Dort wird uns berichtet von einem kleinen Jungen, der 5 Jahre alt ist und Mephibosheth heißt, dass er von seiner Kinderfrau auf den Arm genommen wird, damit sie mit ihm flüchten kann. Während der Hetze und diesem Fluchtereignis fällt er ihr aus dem Arm und diese Verletzung schafft es, dass er ein Krüppel wird sein Leben lang. Er kann nicht mehr laufen, er kann nicht mehr aufstehen. Das Leben zieht an ihm vorbei, fallen gelassen eben. Sein Selbstbildnis ist geradezu nichts mehr wert. Er bezeichnet sich selbst als einen toten Hund, mit dem ja keiner mehr was anfangen möchte. Aber dennoch passiert es, dass eines Tages der König David sich überlegt und fragt, ob es noch jemand aus dem Haus Sauls gibt, aus diesem Königshaus gibt, der übrig geblieben ist. Und dieser eine übrig gebliebene Mensch, das war Mephibosheth. David lässt ihn holen und David will ihm Gutes erweisen, dass er ihm Gottes Güte erweist, so heißt es dort. Und Mephibosheth wird erhoben an den Königstisch und es heißt dort in dieser Geschichte, dass er wie die Königssöhne am Tisch des Königs sein durfte. Das ist jetzt eine Geschichte, wo im Natürlichen jemand fallen gelassen wurde, wo es zu solch einer Verletzung kam. Aber ich hatte den Eindruck, dass das ja auch so eine Verletzung durch fallen gelassen im übertragenen Sinn für Menschen mit Wunden in ihrem Herzen sind. Und ich möchte dich einfach ermutigen, Gott hat seine Hand nicht von dir zurückgezogen. Er hat nicht dich in einer Ecke stehen lassen und übersehen und vergessen. Die Geschichte zieht nicht an dir vorbei. Sondern heute ist der Tag, wo ein neuer Schritt in Richtung Wiederherstellung von Gott in Gang gesetzt wird. Wo du wieder neu seine Hand ergreifen kannst, wo er dich an den Tisch zurückholt, in seine Gemeinschaft, wo er dir voll einschenken will. Wo er dir Gutes und Barmherzigkeit erweisen will, wo er diese Wunden wirklich bedecken will, wo er sie ausheilen möchte. Er möchte dein Selbstbild wieder aufrichten. Er spricht dich nicht an als jemand, der wie ein toter Hund ist, sondern er schenkt dir Wert, er baut dich auf, er ermutigt dich. Er möchte dich segnen. Der Herr denkt an dich und segne dich. Ich möchte dich ermutigen, ganz neu einen Schritt herauszutreten aus diesen Verletzungen und die Hand Gottes zu ergreifen. Ich weiß, Gott hat mehr für dich.